Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute entführt uns Jana in ihren Zoo Wildlands. Die Highlights von ihrem Zoo sind einmal die Krokodilhöhle, dann die Bootstour und ein toller Underwater-View-Tunnel mit fließendem Übergang nach Südamerika. Vielen Dank, Jana, für deine Einladung und ich freue mich jetzt schon auf deinen Zoo Wildlands. Und los geht's in den Zoo von Jana. Ah, sogar mit Gästen. Das ist immer sehr schön, finde ich. Wenn man zumindest ein paar Gäste hat. Bringt immer so ein bisschen Leben in den Zoo. Die machen nämlich auch immer eine schöne Geräuschkulisse, wenn die reden und sowas. Fühlt man sich irgendwie wohler. Ich weiß auch nicht. Könnt ihr sicherlich nachvollziehen. Es geht hier erstmal über eine riesige Brücke. Und ein schöner Wasserfall hier rechts. Also es ist auf jeden Fall schon mal sehr atmosphärisch, die Geräuschkulisse. Musik, dann die Menschen und das Plätschern vom Wasser. Sieht auch schon wie ein Gehege hier aus. Da hinten ist auf jeden Fall Spielzeug. Aber irgendein Wassergehege. Hier ist auch ein Schlammbecken, aber ich sehe keine Tiere. Wo sind die? Tierchen? Sind die direkt unter mir vielleicht? Moment. Nee. Ah, okay. Aber das sind, glaube ich, so wie es aussieht, Ganges-Kaviale. Sind nur gerade da hinten in der Höhle. Aber es ist eine coole Idee, direkt beim Eingang sowas zu machen. Also sieht echt schön hier aus. Der gesamte Eingangsbereich. Du hast ja auch beleuchtet. Wir müssen nachher definitiv bei Nacht noch schauen. Aber jetzt geht's hinein in deinen Zoo. Wildlands. Oh. Hier bleibe ich erstmal hängen. Okay. Oh, wie schön. Direkt das nächste plätschernde Wasser. Nur für Mitarbeiter, okay. Na, guck mal hier. Eine Information hat man direkt. Und noch eine zweite Information. Oder was ist das? Ne, das ist ein Souvenirladen, so ein bisschen. Und hier geht's zu einer Toilette. Auch immer sehr wichtig. Hast du gut eingebaut hier. Also wirklich nice, dass man hier reingeht und dann einmal rechts und links die Toilette. Dann sieht man auch nicht dieses hässliche Gebäude so. Wenn man da erst reingehen muss. Rundgang, Höhle. Okay, wir schauen aber erstmal den Plaza hier an. Geldautomaten, Essen, Trinken. Nochmal ein weiterer Springbrunnen in der Mitte. Also ich glaube, hier hat man alles, was man braucht. Gorilla, Giraffe. Ja, da kommen wir aber, glaube ich, erst später lang. Also bis jetzt alles sehr, sehr schön bepflanzt und alle Bordsteine abgesteckt. Super sorgfältig und sauber gearbeitet. Mega nice. Die Atmosphäre ist auch richtig nice. Rundgang, Höhle. Komm, in die Höhle gehen wir kurz rein, ne? Das ist ja eins der Highlights. Das dürfte die Krokodilhöhle sein. Sieht sehr nice aus, auch mit dem Glasdach. Kommt hier nochmal ein bisschen natürliches Licht rein. Auch cool, dass du hier das nochmal abgesteckt hast. Doch richtig schön hast du das hier gemacht, mit dem Übergang von der Decke und den Felsen hier an der Seite. Die Musik ist auch nice. Oh, nice. Kommt richtig Atmosphäre auf. Hier haben wir das erste Tier. Ein Skorpion. Okay. Den lassen wir mal Skorpion sein. Sehen wir den auf die Schnelle? Da ist er. Okay. Ah, das ist jetzt der Ort, wovon die Krokodile waren. Kann man hier super beobachten. Die kleinen Ganges-Gaviale. Jetzt schwimmen sie sogar raus. Also ich glaube, genau, wenn man dann hier lang geht, wir schwimmen einfach mal, dann ist hier oben diese Brücke, wo wir gerade waren. Leider konnten wir da keine Krokodile sehen, weil die alle hier vorne halt waren, aber das ist schon sehr cool gemacht. Die Musiklautstärke ist auch perfekt. Oh, richtig schön. Hat mir gut gefallen, die Höhle. Geht's wieder ab nach oben. Und jetzt geht's den Rundgang entlang, damit wir uns nicht verlaufen.
Ich will auch einen Luftballon. Oh, man kann es wirklich. Wenn ich keinen haben kann, könnt ihr auch keinen haben. Weil früher bei Rollercoaster Tycoon ging das auch. Oh, Anschiss. Du böser Bengel, du. Guck mal, er grinst trotzdem. Oh, ist das cool. Ein Nashorn, ein Panzernashorn. Auch wieder sehr schön hier gemacht. Das finde ich eh immer toll, wenn man das so mit solchen Baumstämmen macht. Aber wir gehen trotzdem hinein, weil das Glas immer so ein bisschen ja, milchig ist. Dann sieht man nicht so gut. Oh, wie cool. Hier so eine schöne, einen kleinen Wassertümpel, wo die schwimmen können. Das sind ja auch so wunderschöne Tiere, ne? Hast du auch sehr gut gemacht mit den Höhenunterschieden. Und die Felsarbeit sieht wirklich super aus. Ist jetzt nicht so krass bepflanzt, aber muss es ja auch nicht. Oh, hier ist auch ein schöner Unterschlupf. Tolles Gehege. Was macht er denn hier? Ja, wirklich schön, die Tiere. Aber viele von den Nashornarten stehen ja auch unter... also sind bedroht. Wie nennt man das denn? Ihr wisst, was ich meine. Bedrohte Tierarten sind das halt. Weil die halt viel gewildert werden wegen dem Horn. Okay, hinten geht es dann auch noch lang. Aber da gehen wir, glaube ich, jetzt nicht lang. Gehen jetzt erstmal hier rechts. Hier kann man nochmal schön in dieses Gewässer gucken, wenn die dann da schwimmen. Hier geht's auch nochmal hoch. Schimpansen. Oh, auch sehr schön gemacht. Bei Affengehegen mag ich das sowieso sehr gerne, wenn man das mit Wasser hier absteckt. Das ist ja in echten Zoos auch oft so. Weil Affen meiden, glaube ich, das Wasser. Da fühlen sie sich nicht wohl. Na, auch sehr schön. Coole Idee, hier so eine Plattform zu machen, wo man sich auch nochmal hinsetzen kann und eine perfekte Sicht auf das Affengehege hat. Verlaufen kann man sich hier auch nicht wirklich. Hier ist es auch sehr schön gemacht. Auch wieder ausgeleuchtet mit Laternen. Eine richtig schöne Affeninsel hast du da gebaut. Alles schön abgesteckt hier mit Felsen. Ich finde das auch sehr gut, dass du viele verschiedene Felsen hier verwendet hast. Ist zwar mal mehr Arbeit, aber sieht viel besser aus, als wenn man immer die gleichen Felsen benutzt. Ah, du hast so sauber gearbeitet überall. Es gibt hier eigentlich gar nichts zu bemängeln. Auch hier der Übergang, richtig schön mit diesen Baumstämmen. Noch ein bisschen Deko. Und dann geht's hier schon ins nächste Haus rein. Muss ich da rein? Ich weiß es nicht. Nur für Mitarbeiter. Selbst die Mitarbeiterwege hast du mal sehr schön dekoriert. Aber wir gehen mal hinein. Dürfte hier das Affenhaus sein oder so. Oh, das hast du auch gut gemacht. Du hast hier das Fenster von dem Mitarbeitergebäude eingebaut. Dann kann man sogar hier zuschauen, wenn die dann das Futter vorbereiten. Richtig cool, dass du das als Deko-Element benutzt hast. Ja, ein paar Vivarien. Schauen wir jetzt mal nicht rein. Jetzt hat man hier nochmal so einen Innenbereich, wo man die Affen beobachten kann. Hier haben wir schon alles kaputt gemacht. Und jetzt waren wahrscheinlich eher die Leute, ne? Das ist aber schön, dass man nochmal gucken kann. Oh. Ich glaube, hier ist irgendwas ausgebüxt. Oh, da schläft sogar einer. Oh, wie süß. Lassen wir ihn mal schlafen. Weiter geht's. Jetzt geht's hier nach links. Man kann sich auch nicht verlaufen. Also ist wirklich sehr klar strukturiert bis jetzt. Ein schöner Wasserfall. Mega schön bepflanzt hier. Toilette. Wieder hier schön um die Ecke gebaut. Essensläden. Und hier geht's zum nächsten Viewpoint. Und hier haben wir Giraffen. Aber auch richtig schön, dass man von oben runter guckt. Da oben kann man sie auch nochmal sehen. Mega cool mit den Höhenunterschieden hast du das gemacht. Sind ja auch wunderschöne Tiere. Oh. Man macht das Zungenschlabbern. Für die Likes. Ne, okay, der trinkt gerade. Sieht aber auch süß aus. Spagat. Ne, rutsch nicht weg mit deinen Stelzen. Oh, wie sich freuen die Leute. Weil die Giraffe Spagat macht. Hier wieder schöne Musik. Ah, das ist echt toll. Genieß das gerade. Dazu macht mir richtig Spaß.
Auch nochmal Toiletten. Hier auch alles bepflanzt. Alles mit Felswänden abgesteckt. Ich habe noch nichts von der Hintergrundumgebung gesehen. Das ist perfekt. Oh, und jetzt geht's zur Bootstour. Das ist auch ein Highlight. Auch toller Eingang. Cool aus. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir die mal, ne? Wenn das schon ein Highlight ist, dann machen wir das auf jeden Fall mit. Warten wir mal schnell auf den Floß. Da kommt schon. Und dann geht's hier gleich los. Oh, Leute. Es geht hier gleich los, aber wir sehen schon die ersten Tiere hier oben. Wie cool ist das denn? Da laufen einfach die Strauße oben lang. Das ist ja sehr cool gemacht. Haben die da so eine Brücke oder sowas? Wunderschön. So, kann es jetzt hier losgehen, liebes Floß? Es geht los. Juhu. Endlich. Bin schon lange kein Boot mehr gefahren. Kann auch den Sitzplatz natürlich wechseln. Links, rechts. Gehen vielleicht gleich in die Außenperspektive. Oh, das ist sogar ein Mischgehege. Da geht sogar oben ein Zebra entlang. Da sind die Strauße. Das ist ja schön. Gehen wir in die Außenperspektive. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Sehr cool gemacht, dass du hier diesen Gang da oben gemacht hast. Ah, das heißt, die Tiere können hier oben drüber gehen. Das ist nice. Wir fahren da unten drunter durch. Sind hier noch mehr Tiere außer Straußen und Zebras? Was ich gerade sehr gut finde, ist, dass die Bootstour richtig langsam ist. Die hast du auf jeden Fall sehr runtergeregelt. Finde ich nice. Da kann man das nämlich wenigstens mal ein bisschen genießen. Weil sowas echt schön ist. Jetzt gerade kann ich die Aussicht auch super enjoyen. Das ist auch super abgesteckt hier den ganzen Weg. Mit den Felsen und dann ab und zu rechts und links. So ein paar Stationen, wo man die Tiere dann zu Gesicht bekommen kann. Was ich auch klasse finde, ist, dass du zum Beispiel, wenn man rechts so einen Viewing Point hat, wo die Tiere kommen könnten, dass du dann auf der anderen Seite einfach ja, so eine Felswand oder sowas hast, damit man auch genau weiß, wo man hinschaut. Jetzt schaut man zum Beispiel nach links. Sind leider jetzt gerade keine Tiere da. Jetzt kommt hier wieder die Felswand und jetzt schaut man nach rechts und hat da nochmal einen Ort, wo man die Tiere sehen kann. Also wirklich sehr durchdacht gemacht. Finde ich cool. Oh, Elefanten. Oh, wie schön. Schlafen leider gerade. Jetzt ist nämlich hier links wieder, kann man die Tiere gut sehen. Und rechts ist eine Felswand. Das ist das, was ich meine. Also du gibst uns klar vor, als Besucher, wo wir hinzuschauen haben. Und das finde ich auch sehr gut. Dann verpasst man wenigstens nicht so viel. Oh, richtig schön. Aber ich glaube, das ist schon hier ein anderes Gehege. Ist wahrscheinlich nicht mehr von den Straußen und Zebras. Hier geht es jetzt durch den nächsten Tunnel. Welche Perspektiven gibt es hier denn noch? Oh, man kann wirklich überall hin. Hier sitzen die ganzen Leute hier. Ich würde gerne mal in echt wieder ins Zoo gehen. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Corona. Aber jetzt im Winter ist ja sowieso... Braucht man da gar nicht drüber nachdenken. Hätte ich trotzdem Lust zu. Oh, die Tiere sieht man ja richtig gut. Schaut mal da, da sitzt der Cutter und betet. Cool. Es ist richtig cool, dass die Bootsfahrt so langsam ist, muss ich sagen. Geh nochmal nach vorne, dann sieht man ein bisschen mehr. Den Platz. Da sieht man nur so einen Schweif rumwackeln. Hallo, ich bin hier, ich winke. Aber das Tier zeigt sich nicht. Das war wahrscheinlich ein Wari oder so. Da sind auch noch Waris. Da sieht man sie. Da oben klettert auch einer hoch. Mega schön gemacht. Oh, gleich fahren wir ganz nah an einem vorbei. Das ist cool. Guck mal, hier klettert der. Oh. Hast du wirklich cool gemacht, die mit den Klettermöglichkeiten. Da kann man die dann echt gut zu Gesicht bekommen, die Waris. Wunderschön gestaltet alles. Was auch sehr cool ist, muss ich sagen, dass man halt immer so wenig sieht, weil du das sehr dicht gebaut hast. Also dann sieht man noch nicht, was als nächstes kommt. Dann ist das immer so eine Überraschung, was dann um die nächste Kurve auf uns lauert. Finde ich sehr cool, weil du hast halt
sehr viele Felsen gebaut, sehr viele Pflanzen. Hier ist zum Beispiel wieder dieses hohe Elefantengras, ist es, glaube ich, was uns die Sicht verdeckt. Wirklich wundervoll. Schaut euch das mal an von oben. So viel Liebe zum Detail. Da kann man sich dann auch mal die Zeit nehmen und diese Tour genießen. Hier jetzt nochmal durch die Brücke durch. Sowas ist immer schön, wenn man durch Höhlen, Brücken und sowas fährt. Dann kommt da vorne das nächste Highlight direkt. Nämlich ein Wasserfall. Oh, viele Wasserfälle. Oh, das erinnert mich gerade an den Heidepark. An dieses Rafting. Richtig schön hier. Komm, wir gehen mal wieder in die Ego-Perspektive. Okay, das ist cool. Hier wird man dann auch ein bisschen nass. Mega nice gemacht. Also die Bootstour ist definitiv ein Highlight. Wisst ihr, was ich auch noch cool finden würde? Wenn es solche Düsen geben würde, die dann ausgelöst werden, wenn man da vorbeifährt. Dass man dann mal nass gespritzt wird oder so bei der Fahrt. Und schon geht's hier weiter zu Fuß. Hier links haben wir nochmal das Giraffengehege. Kann man nochmal wunderschön reinschauen. Und zu unserer Rechten das Mischgehege von den Zebras und den Straußen. Wie er hier chillt. Richtig cool. Ist auch nochmal so ein Gang, ne? So ein Tunnel. Mega nice gemacht mit dem Glasdach. Falls es regnet, kann man dann hier auch Schutz finden und die Tiere beobachten. Und hier sind die Elefanten. Da können wir sogar nochmal hier hochgehen, glaube ich. Oh, selbst hier sind Laternen drin in dem Baum. Und auch die Lautsprecher sehr gut platziert hier am Baum. Wirklich wundervoll. Afrikanische Elefanten. Auch hier wieder viel Wasser, damit die planschen können. Okay. Abkürzung, Ausgang, Rundgang. Ja, Abkürzung wollen wir nicht. Aber das ist gut, dass du sowas eingebaut hast. Sowas ist immer schön. Hier ist das nächste Tier. Erdferkelchen. Oh, sie genießen hier das Wasser. Scheint sehr warm zu sein. Ist aber cool hier gemacht. Dann gehen wir auch so Höhlen, ne? Ja, genau. Hier können die rein. Können die nach da oben. Süßes kleines Gehege. Auch schön hier mit diesen Lehmwänden so ein bisschen verziert. Rundgang nach rechts. Okay. Was haben wir hier? Oh. Gorilla. Hier hast du das auch wieder mit dem Wassergraben gemacht. Wo sind denn die Gorilla? Da sind sie. Leider sehr versteckt. Da sitzt der Silberrücken. Chillt sein Leben. Aber auch tolles Gehege. Vorne ist wieder einiges an Deko. Hier kann man sogar noch rein. Das Gorilla-Haus. Ach, da kann man die dann nochmal beim Schlafen sehen. Hier vorne, perfekt. Und wenn sie sich zurückziehen wollen, können sie auch nach da oben. Dann werden sie nicht ganz so doll beobachtet. Wobei die Scheiben wahrscheinlich eh verdunkelt waren. Also bei der Musik hast du dir echt viel Mühe gegeben. Macht richtig Spaß, weil überall ist Musik und nie zu laut. Also das hast du echt gut getestet. Alles super schön dekoriert. Sieht alles so toll aus. Ach, hier sind wieder die Toiletten versteckt. Du bist deinem Stil treu geblieben. Das waren die Erdferkelchen, genau. Und jetzt geht's hier vorne entlang. Du hast auch super ausgeschildert, also ich kann mich nicht verlaufen. Okay, hier haben wir Flusspferde. Mit einem Wasserfall, einem Fluss, der hier durchfließt. Passt ja auch. Nur die Pferdchen sind nicht zu sehen. Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Okay. Ja, auch krasses Gehege, ne? Schöne Höhenunterschiede, viel mit Wasser gearbeitet. Sieht richtig cool aus. Hier hinten geht's auch noch hoch, also das sind mega viele Höhenunterschiede eingebaut. Ja, wir gehen mal weiter. Da vorne war nämlich, glaube ich, Underwater Viewing noch. Genau.
hier geht's runter. Oh ja. Oh, wie schön du das hier gemacht hast. Mega schön gestaltet. Und über uns rüber können die auch, so wie es aussieht. Also die können hier oben drauf laufen und als rechts haben wir Underwater Viewing. Aber schön, dass der jetzt hier direkt vor ist. Hat man selten. Wir haben heute richtig Glück bei der Zoobesichtigung. Du hast es aber auch hier unter Wasser sehr schön gestaltet, muss man sagen. Ich meine, wie cool das aussieht. Da schwimmt auch noch ein Fass. Wunderschön. Oh, wo geht's denn jetzt hier rein? Ach, für die Kinder ist das wahrscheinlich, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Aber hier kann man auf jeden Fall dann auch nochmal an die Oberfläche schauen mit diesen Treppen. Ziemlich cool gemacht. Aber jetzt geht's hier hinein. Das sieht ja auch cool aus. Als ob es jetzt hier in so einen verlassenen Tempel geht. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Sieht auf jeden Fall komplett anders aus, aber auch wieder richtig cool beleuchtet. Okay, wo sind wir denn jetzt? Also hier ist ganz andere Atmosphäre, aber auch richtig schön. So viel Liebe zum Detail. Richtig cool. Hier sind wieder ein paar Läden. Rundgang geht aber hier entlang. Hier haben wir die Lamas. Guten Abend. Oh, wie süß die sind. Bei denen finde ich ja die Farbvarianten so cool, ne? Die sind halt alle komplett anders. Jedes Lama ist besonders. Auch wunderschönes Gehege, was du hier gebaut hast. Viele Höhenunterschiede, schöne Tempel. Oh, das hier sieht auch cool aus. Oh, das ist richtig schön. Und hier kann man auch nochmal unter den Ästen durchgehen. Sowas finde ich auch immer mega toll. Und das nächste Tier darf natürlich nicht fehlen, nämlich der Jaguar. Auch wunderschön gemacht. Da oben klettert er gerade runter. Hier ist ein Höhleneingang, da können sie auch rein. Ah, man, ein richtig krasser Wasserfall. Wow, der sieht ja cool aus. Der fließt hier so ganz runter. Ja, sehr schön gemacht. Ich finde auch das hier sehr cool mit den Bambus und den Pflanzen. Ja, hier vorne ist dann auch nochmal so ein Bereich, wo man sitzen kann. Hier rechts kann man auch nochmal reinschauen. Da laufen sie. Ach, hier ist auch noch ein Tier zwischen. Die Ameisenbären. Sind ja auch wunderschön. Finde ich auch richtig cool mit ihrem Puschelschwanz da hinten. Und es geht weiter in ein begehbares Gehege. Oder? Na, vielleicht ist auch nur so eine Tür. Ich glaube, das ist begehbar. Ja, tatsächlich. Kapuzineräffchen, die können hier rumlaufen auf den Wegen. Voll süß. Kommt sogar genau zu uns. Hübsch. Oh, da hinten ist Asia. Oh, wie das wieder komplett anders aussieht. Da laufen Pfauen. Auch wieder mega schön mit den Höhenunterschieden und dass hier oben dann so eine Mauer und so alles ist. Erstmal geht es jetzt hier nach unten. Die Äffchen können dann auch hier oben lang klettern. Oh, da ist noch einer. Die sind ja auch richtig hübsch, ne? Nochmal ein kleiner Wasserfall. Und weiter geht's nach Asien, so wie es aussieht. Ja, jetzt sind wir bei den Pfauen. Auch wunderschön. Na komm, Sesam, öffne dich. Für die Likes. Wenn die Giraffe schon nicht schlabbern wollte für die Likes, musst du jetzt wenigstens dein Federkleid öffnen. Wird er eh nicht machen. Nö. Ich glaube, der hat gar keinen Bock.
Dafür muss aber, glaube ich, auch ein Weibchen in der Nähe sein. Vielleicht passiert es ja jetzt gleich, wenn sie aufeinandertreffen. Juckt ihn gar nicht. Na gut. Na gut, lass ich dich mal in Ruhe. Gehen wir mal weiter. Wenn er nicht will, dann nicht. Oh, jetzt sind wir im Asia-Bereich. Dein Zoo ist auch voll groß. Panda-Bären. Auch wunderschöne Tiere. Das sind ja, glaube ich, alles Fresser, ne? Oder sind das Pflanzenfresser? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die fressen alles. Sind ja auch so hübsch. Voll cool, dass sie hier so hoch können. Und da oben dann schlafen. Ein riesiger Wasserfall. Auch cool. Dann haben wir die nächsten Äffchen. Das sind vermutlich... Ach, das sind Orang-Utans. Okay, never mind. Ich dachte erst, es wären Bonobos, aber dann habe ich das Rötliche gesehen. Das wäre das Rot-Braunliche. Hat man wieder eine perfekte Sicht. Oh, ich dachte gerade hier... Lol. Das sah so aus, als wenn das hier Gesichter wären. Auge, Auge, Nase, Mund. Oh, ist das gruselig. Schnell weiter. Oh, rote Pandas. Die sind ja auch so schön. Will ich auch unbedingt mal in echt sehen. Rote Pandas. Oh, das ist alles so süß. Kleiner Abstecher, da sehe ich mich. Kleine Abstecher machen wir mit. Auch sehr schön gemacht, das Gehege hier. So, wo führt er denn hier hin? Panda-Balkon. Toilette. Okay, für die Toilette hat sich schon gelohnt. Wir gehen zum Panda-Balkon. Oh cool, jetzt sind wir auf dem Gebäude drauf. Kann man hier nämlich nochmal runterschauen. Hier geht es auch noch weiter hoch. Ja, hier kann man dann auch nochmal runter gucken. Auf der anderen Seite auch nochmal. Ja, mit etwas Glück kann man dann hier die Tiere auch nochmal sehen. Also der Abstecher hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh, ich habe hier noch was vergessen. Das chinesische Schuppentierchen. Fast übersehen, aber nur fast. Gut, dass das Schild hier war, sonst hätte ich es nicht gecheckt, glaube ich. Na, weiter geht's wieder zurück. Das hier war der rote Panda. Und jetzt geht es hier entlang, den Rundweg. Was haben wir denn hier? Ich schätze, ja, Schneeleopard, wollte ich gerade sagen, aber da sind sie. Oh, was machen sie denn? Action. No, auch voll die Süßen, ne? Aber wir gehen wieder zurück in Besucherperspektive. Auch sehr schön mit ein bisschen Schnee. Dann fühlen sie sich auch wohl. Ich finde das gut, dass du hier immer noch so ein bisschen Efeu rangemacht hast, diese normalen... Zäune und Barrikaden sehen ja immer nicht so schön aus. Aber wenn man ihn so ein bisschen noch gestaltet, dann finde ich das voll okay. Du hast das ja auch hier vorne noch gut gemacht mit den Blumen. Also so ist das schon ziemlich nice. Oh, hier kann man auch nochmal rein. Ich hoffe, ich bin nicht falsch abgebogen. Das ist der Isabellbär. Den kann man hier auch sehen. Jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen Schneetierchen hier. Auch sehr schön gemacht hier. Mit der Barrikade und dann dieser... dem Wasser hier als natürliche Barriere sozusagen. Ich guck nochmal ganz kurz, ob ich falsch abgebogen bin. Na, hier sind immer ein paar Läden und so. Nee, ich glaube, ich war richtig. Ich glaube, da, so wie ich gelaufen bin, da kann man da nichts verpassen. Ah, okay. Ich hätte jetzt auch darum gehen können. Wo sind die denn, die Bären? Verstecken sich. Ah, die machen gerade hier Winterschlaf. Auch sehr coole Höhle. Oh, hier wird den nächsten Tiger. Das nächste Tier. Den Tiger. Das ist, glaube ich, der sibirische, ne?
Ne, Königstiger, okay. Never mind. Dachte nur wegen Schnee. Aber Königstiger passt, glaube ich, besser bei Asien rein. Auch wunderschöne Tiere. Und jetzt sind wir wieder hier. Oh, wie cool. Okay, das war wirklich ein perfekter Rundgang. Das hat richtig Spaß gemacht. Genau, hier geht es dann wieder zum Ausgang. Oh, das fand ich mega cool. Dein Zoo war richtig toll. Ich habe das richtig enjoyed. Sehen wir nochmal die Krokodile? Nö. Die haben keinen Bock heute. Doch, da. Ah, haben wir doch noch Glück gehabt. Sehr schön. Wollte schon sagen, kann doch nicht sein, dass wir die nie zu Gesicht bekommen. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz von oben rüber. Aber es war wirklich ein sehr toller Zoo. Ich habe es enjoyed. So sieht er aus im Gesamtbild. Der war aber wirklich sehr optimiert für die Besucherperspektive. Da hast du dir super viel Mühe gegeben mit der Musik, mit dem Ganzen, dass man nichts im Hintergrund sieht. Das hast du wirklich alles so schön gemacht. Oh Gott. Was machst du denn hier, Kleiner? Okay. Der macht gerade einen kleinen Ausflug, glaube ich. Der büxt aus. Na gut. Ja, wir überfliegen das mal einmal schnell. Das hier war die Bootsfahrt. Auch hier überall durch den Tunnel. Das fand ich auch richtig cool. Mit den Wasserfällen. War so viel Liebe zum Detail in dem Zoo. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Zoo hochladen darf. Falls dem so sein sollte, findet ihr den Zoo natürlich in der Videobeschreibung. Und dann war hier der Asienbereich. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt alles einigermaßen gesehen. Können ja noch mal einmal kurz bei Nacht schauen, würde ich sagen. Und bei Nacht sieht das Ganze so aus. Auch sehr schön beleuchtet mit den Fackeln. Hier an den Wänden auch. Schön beleuchtet. Wenn ich jetzt mal so rauszoome, dann sehe ich aber jetzt nichts, was richtig außergewöhnlich ist und super angestrahlt ist. Trotzdem hast du schön alles mit Laternen beleuchtet. Oh, das sieht schon alles so cool aus. Ja, ich denke, wir haben jetzt alles gesehen. Das war der wirklich tolle Wildlands Zoo von Jana. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einsenden. Ich hatte eine Menge Freude und ich darf den Zoo hochladen. Das heißt, der ist unten für euch in der Videobeschreibung zu finden. Und falls ihr auch einen tollen Zoo gebaut habt oder noch einen tollen Zoo bauen wollt und mir den schicken wollt, dann stehen dazu auch alle Infos unten in der Videobeschreibung. Falls euch das Ganze hier gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.